Hallo, in diesem Video wollen wir klären, welche Gleichungen in einer Reihenschaltung gelten. Eine Reihenschaltung kann zum Beispiel so aussehen, mit zwei Widerständen hintereinander geschaltet, R1 und R2. Betrachten wir zunächst den Strom in der Reihenschaltung. Dazu bauen wir einige Messgeräte ein, die den Strom dann messen können, denn nur so können wir Gleichungen für den Strom herleiten. Und wir erhalten das Ergebnis, dass alle drei Messgeräte uns exakt das Gleiche anzeigen. Das heißt, I0 ist gleich I1 ist gleich I2. Und das ist die gültige Gleichung für den Strom in der Reihenschaltung. Und wie kann man sich das vorstellen? Naja, wir erinnern uns, Strom, das sind ja fließende Ladungen, also Elektronen. Und jede Ladung, die auf der einen Seite in den Stromkreis hineinfließt, muss ja irgendwie auf der anderen Seite wieder herausfließen. Also muss überall der gleiche Strom fließen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.